Über den dafür vorgesehenen Link auf der Homepage des Südtiroler Imkerbundes gelangt man zum Formular für die Eingabe der Bestellung der Honigetiketten. Im Formular wird das Datum immer bereits vorgeschlagen mit dem aktuellen Datum. Ich muss dann auswählen, zu welchem Bezirk das ich gehöre, zu welcher Ortsgruppe das ich gehöre. Und dann muss ich meine persönlichen Daten eingeben. Einmal den Vornamen und den Nachnamen, die Adresse, Straße, Ort, Provinz, Postleitzahl und Land, wobei die Provinz und das Land bereits automatisch vorgeschlagen werden und eventuell ausgebessert werden können. Dann ganz wichtig ist die Eingabe des Betriebskodexes und dieser muss, das steht auch darunter nochmal, mit den Angaben in der nationalen Bienendatenbank übereinstimmen. Ansonsten ist die Bestellung annulliert. Also bitte genauestens kontrollieren, dass der Betriebskodex der richtige Kodex ist. Dann gebe ich die Telefonnummer oder die Handynummer ein, eine E-Mail-Adresse. Auch das Feld ist ein Pflichtfeld, weil im Anschluss die Bestellbestätigung an diese E-Mail-Adresse verschickt wird. Hier nochmal die Notiz, dass die Personalisierung der Honigetiketten erst ab einer Mindestabnahmemenge von 400 Stück möglich ist. Und im Anschluss kann ich dann die Bestellungsdetails eingeben. Ich kann eine über neu hinzufügen, eine Zeile hinzufügen, wähle das Produkt aus, zum Beispiel 1 Kilogramm mal 100 Stück, 20 Bögen mal 5 Stück, gebe an, wie viele davon ich bestellen möchte, sagen wir mal 2, und es rechnet automatisch den Gesamtpreis aus. Die Personalisierung ist in diesem Fall noch gar nicht möglich, weil ich nicht 400 Stück dieser Etiketten bestelle. Dann kann ich eine weitere Zeile hinzufügen. Ich wähle den Artikel 2, ein Viertel Kilogramm, 100 Stück, 10 Bögen zu 10 Stück. Gebe jetzt eine Menge von 5 Bögen ein, also habe ich 500 Stück und jetzt kann ich die Personalisierung machen. Wenn ich Personalisierung ankreuze, dann wird automatisch der Betrag von 90 Euro zum Gesamtpreis dazugezählt, da die Personalisierung 90 Euro Zusatzkosten bedeutet. Ganz hinten kann ich dann noch eingeben, was die Personalisierung sein soll, zum Beispiel Honig für alle. Ich könnte noch weitere Zeilen hinzufügen oder über das X die Zeilen auch wieder löschen, wenn ich fälschlicherweise eine hinzugefügt habe. Und am Ende habe ich unten die Gesamtsumme. Es gibt noch einen Hinweis zur Nutzung des Formulars, mit welchem ich mich einverstanden erklären muss. Dann die wichtige Notiz, dass bei der Übermittlung der Bestellung eine Mail an die oben angegebene E-Mail-Adresse verschickt wird. Und ganz wichtig, bitte immer den Spam-Ordner oder den Junk-Mail-Ordner kontrollieren, weil dadurch, dass es sich um eine automatisch verschickte E-Mail handelt, diese oft dort landen könnte. Unten wird dann noch ein Text zum Datenschutz eingefügt, mit welchem ich mich auch einverstanden erklären muss. Und im Anschluss kann ich dann die Bestellung absenden.